Heyo, meine Legionäre, und willkommen zu einer neuen Serie in Conqueror's Blade, und zwar eine neue Anfängerserie in der Season Avalon. Und es sind halt einige Leute, die jetzt dann wahrscheinlich sich so Fragen gestellt haben: Welche Einheiten sind denn gut? Worauf spiele ich am Anfang? Worauf soll ich mich fokussieren? Welche Season-Einheiten und sowas? Und ich wollte das zwar schon in der blauen Season anfangen, aber jetzt war halt Weihnachten und da habe ich das dann auf nach Weihnachten verschoben. Noch vorab, ich persönlich hoffe, ihr habt ein paar wunderbare Festtage. Ihr habt komplett mit leichter Gewichtszunahme überlebt. Ihr habt euch jetzt nicht so bis zum Platzen vollgemampft. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr Spaß dran habt. Und wahrscheinlich könnt ihr hier aus dieser Serie auch als, ich sag mal, etwas fortgeschrittenere Spieler vielleicht auch noch was mitnehmen. Das überspringe ich mal ganz kurz. Das Video kann sich jeder selbst angucken. Wir sind in der neuen Charaktererstellung. Die Gesichter und so sehen jetzt alle etwas anders aus. Die Haare sind auch nicht mehr so nur aufgemalt, sondern sind halt jetzt so ein bisschen so. Und ich hatte mir vorgenommen, ich mache mir wieder einen weiblichen Charakter, weil ich habe jetzt zwei weibliche Charaktere, zwei männliche Charaktere. Also wird es ein weiblicher Charakter. Jo, passt. Hautfarbe. Das bisschen. Das ist okay, ist nicht so blass. Es ist so aus, so wie sonnengebleicht. Ja, ansonsten großartig was ändern. Hier möchte ich einen Charakter gar nicht, weil macht halt für mich keinen großen Sinn. Was mich jetzt natürlich interessiert, die Sachen, die jetzt hier angezeigt werden, bin ich mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob diese Rüstungen jetzt für mich so vorhanden sind. Aber wir nehmen den Charakter jetzt einfach. So, das wird Matsuri. Und Name bestätigen. Der Name existiert bereits. So, ich habe doch meine Matsuri gelöscht. Dann wird das Matsuri von Juni. Hey, Katzi, nicht machen. Nichts drücken. Katzi, ey. Ist immer wunderschön, wenn man dann kaum am Rechner sitzt und Katze sich denkt, juhu! Ne, Schnuffelpuffel? Ich werde euch bis auf die Matches, wo ich dann halt einfach nur den Charakter level, um ihn zu leveln, werde ich euch natürlich versuchen zu erklären, so gut es geht, was ich mache, warum ich bestimmte Dinge mache und warum sich einige Einheiten, die man am Anfang sich freischaltet oder ähnliches, sich definitiv lohnen. Hab ich noch gar nicht gesehen. Darf ich jetzt hier? Ah, okay. Das ist noch so sozusagen dasselbe Intro wie damals. Bloß halt jetzt ein bisschen besser verfilmt mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Interessant, wir sind Hellebarde. Und ja, wir spielen Hellebardisten. Wir kämpfen gegen Knappen. Und allgemein, die Hellebardisten sind eigentlich immer sehr gut, wenn ihr sie in dieser Zweierformation, also F2, hinstellt. Weil so, ich sag mal so, bildet ihr nicht so viel Angriffsfläche für Gegner. Und ich glaube, das ist auch nicht die Fäh. Müsste ich mal ganz kurz gucken. Das ist nicht die Buff-Fähigkeit, oder? Ah, okay.
Das ist nämlich der Selbstbuff. Theoretisch könnte ich jetzt da drüben mitlaufen, aber wir sagen jetzt einfach mal, wir machen das so. Wir rennen da jetzt mit rein. Kurz reingehen. Hallo! Ha! Oh, jetzt habe ich die Einheit gewechselt bekommen. Finde ich jetzt nicht so nett. Ja gut, dann schildsturmen wir mal rein. Ich weiß zwar nicht, warum man jetzt hier so... ja, so reinjieten soll, aber okay. So, wir machen es, wie man es am besten macht am Anfang. Ihr müsst euch am Anfang wirklich bloß merken, was ich euch auch ans Herz legen würde, so die Kurztasten. Ihr habt halt auf X die Fähigkeiten von den, also die Positionierungsfähigkeiten von den Einheiten. X ist halt das hier. Wenn ihr X gedrückt haltet oder X drückt, dann wird eine Position oder eine Formation eingenommen und die Einheit bleibt dann an der Stelle stehen, wo man X gedrückt hat. Dasselbe geht mit C. Dann läuft die Einheit aber immer hinter euch her. Solange bis sie halt dann Gegner, ich sag mal, es kommt darauf an, wie sehr ihr C spammt, aber die Einheit läuft nicht hinterher. Wenn die Einheit angreifen soll, müsst ihr V drücken. Und dann, ja, wird einfach durchgemetzelt. Das Intro habe ich auch noch nicht gesehen bei der Stadt da oben. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist das ja hier auch alles. Es hat gerade gezeigt, dass wir da drauf drücken sollen, um dahin zu gehen, aber ich sag mal, im Normalfall geht ihr da nicht so einfach hin. So. Unser erstes Ziel ist jetzt, wir sollen Armeestrategie, das wäre hier, sollen wir die beiden Einheiten auswählen. Wir sollen euch nehmen und euch nehmen. Schwertkämpfer der Eisenhelme. Und die Pikiniere der Miliz sind auch jetzt, viele Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist und obwohl es eine grüne Einheit ist, können diese Einheiten selbst in der Gold-Meta sehr, sehr stark sein. Also unterschätzt sie bitte nicht, das würdet ihr bereuen. Ja, dazu müsste aber dann die Einheit auch dann dementsprechend aufgelevelt sein und ihre Meisterschaft haben. Dazu kommen wir aber noch, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, dass wenn das jetzt jemand sagt, ah ja, ich verstehe die Einheit nicht. Das ist okay. Dann für die Leute, die sich die Story halt durchlesen möchten, gerne. Ich persönlich sage aber für mich selbst, ich möchte es nicht durchlesen. Ich renne einfach gleich dann hier durch die Sachen durch. Ich weiß zwar nicht, ob ich das nicht andersrum machen durfte, aber ja. So, Einheiten, zack. Nehmen dann einer Belagerungsschlacht teil. Okay, wir hatten gleich eine Belagerungsschlacht reingeworfen. Auf U habt ihr eure Einheitenübersicht. Einheitenbaum und Anheuern ist erst, hier steht es ja, also das ist ja erst mit Level 10 und 25 dann fertig. Aber ihr seht ja, hier oben ist dann zusätzlich für Einheiten mit Begabung. Die kann man sich später anschauen, sobald man das freigeschalten hat, weil dann hat man hier noch einen Begabungsbaum zusätzlich. So, jetzt drückt ihr einfach auf J. Ihr habt hier unten euer Tutorial, theoretisch. Also nicht nur theoretisch, sondern theopraktisch und theoretisch. Und wir sollen aber erstmal eine Belagerungsschlacht machen. Wichtig für euch ist im Endeffekt eigentlich bloß zu wissen, wenn ihr Belagerungsschlachten macht am Anfang, ihr kämpft im Normalfall nicht gegen andere Spieler. Das ist halt komplett KI-Match. Wenn ihr Glück habt, habt ihr ein paar normale menschliche Spieler auf eurer Seite, aber im Normalfall eigentlich nicht. Wir haben auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts freigeschalten.
Ich habe noch keine Runen, noch gar nichts. Also alles leer. Das sollte euch aber auch in dem Moment einfach zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form stören oder in irgendeiner Form schon mal so, oh nee, die anderen haben alles so viel und hast du nicht gesehen. Das ist nicht so schlimm. Auf C findet ihr übrigens diesen Laden und ihr solltet jeden Tag einmal das Unterstützungspaket, was kostenlos ist, mitnehmen. Wie ihr dann euer Inventar sortiert, ist euch überlassen. Und ja, es ist auch wirklich noch so gut wie alles hier komplett gesperrt. Das Witzige, was ich jetzt finde, ist, die geschätzte Wartezeit für die Belagerungsschlacht steht 16 Sekunden da. Man sind schon 1 Minute 16 drin. Ich würde mal sagen, ich schneide mal die Wartezeit raus, okay? Wir sehen uns gleich im Game wieder. Knapp 10 Minuten habe ich jetzt gewartet. Aber okay. Wie gesagt, Waffen habe ich keine zur Auswahl. Ich bin mit Klefe gestartet. Vielleicht hätte ich sie auswählen können. Das weiß ich nicht. Stört mich aber auch nicht. Das Witzige ist, ihr seht, dass alles hier Bots sind. Auch die Häuser hier sind KI-Häuser oder angelehnte Häuser als KI. Denn nur richtige Spieler, also menschliche Spieler allein, besitzen ein EU1 oder NA3 davor. Alles andere besitzt diese Sachen nicht. So. Natürlich könnte man jetzt sagen, man geht jetzt hier lang oder da lang. Da ich aber jetzt ein bisschen. Ich habe die Sergeant-Keule. Okay, dann muss ich die halt nehmen. Ich darf mich leider nicht entscheiden. Ja. Ich hoffe mal, die haben die Bots jetzt am Anfang nicht zu stark eingestellt, dass auch Anfänger, ich sag mal, Spaß am Spiel finden können, ohne direkt hier rangeklatscht zu werden. Aber ich sehe schon was. Und zwar, alle Türme stehen schon dran. So, es heißt hier B drücken, um aufs Schlachthaus zu steigen. BSD, Shift, um halt dann hier sich zu bewegen. Und ja, das machen wir einfach. Ich bin auch mal gespannt, wie viel die neuen Spieler jetzt hier alles so, ich sag mal, das übertrieben so in den Arsch geschoben bekommen. Ist nicht böse gemeint, aber es gibt halt viele Dinge, die die normalen Spieler sich halt hart erspielt haben, was neue Spieler halt dann dementsprechend auch einfach so geschenkt bekommen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, da ist jetzt nichts Negatives damit gemeint. Ist einfach bloß die Tatsache, dass halt, ja, es war auch damals schon so, dass die Leute, die neu angefangen haben, die wurden halt immer ein kleines bisschen gepusht, dass sie halt nicht so weit zurückliegen. Und damit ist es halt auch für die, die länger bestehen bleiben und so, ah, warum kriegen die denn alle so viel geschenkt? Bei uns gab es gar nichts geschenkt. Und ich denke mir dann so, ja, was soll ich noch sagen? Ich habe direkt nach der Beta angefangen, also wo das Spiel rauskam. Ich habe auch nichts geschenkt bekommen und ich spiele es immer noch. Ja. Da hackt ihn ein Stückchen. So. Wir stellen jetzt hier unsere Truppen auf Angreifen. Oh, das ist ein Held. Tack, tack, tack. Im Endeffekt geht es bei einer Belagerung darum. Ich zeige euch mal die Map von oben. Im Normalfall müsst ihr Dinge wie diese Türme oder die Ramme selbst an die Mauer schieben mit euren Einheiten. Dazu müsst ihr dann, ich zeige euch das mal kurz, dazu müsst ihr Steuerung drücken. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Turm auswählen und dann bekommt ihr das Zeichen und dann schieben die den Turm ja halt an die Mauer ran. So. Ist ja witzig, dass die hier schon wieder alles so kriegen und ich hier einfach so auf dem Punkt stehen kann. Aber ist okay, ich nehme halt ein. Ihr könnt auch so einen Punkt hier nur einnehmen, als einen Eroberungspunkt, nur dann einnehmen, wenn sich keine gegnerische Einheit, so wie jetzt, auf dem Punkt befindet und auch kein gegnerischer Held. Also der Punkt muss halt leer sein.
Jetzt gehen sie mir gerade auf den Keks. Und ja, haben mir jetzt gerade meine Einheit so ein bisschen gegrillt. Klappt leider nicht. Aber unser Team hat Punkt A erobert. Und das ist sogar die alte Karte hier. Das heißt, wir haben jetzt sogar die einfache, nicht überarbeitete Karte hier. Ihr könnt auch vom Pferd aus mit bestimmten Waffen habt ihr Spezialangriffe. Hier zum Beispiel habt ihr diesen Rundumschlag. Habe ich jetzt die letzte Season sehr lange hauptsächlich gespielt. Das nennt man dann halt gemained. Ich lenke jetzt ein bisschen die Leute hier ab, was ich jetzt nicht so nett finde. Weg. Lass mich aufstehen. Jetzt werde ich sterben. Aber das ist okay. Seht euch mal an, wie viele Leute da ringsrum standen. Und der Vorteil ist, wenn ihr zum Beispiel viele gegnerische Helden ablenkt, euer Team kann in Richtung Endcap oder eines nächsten Eroberungspunktes vorrücken. Ihr macht im Endeffekt, ist das, ich sag mal so, ihr seid dann der gute Random, der etwas für euer Team halt erledigt. Und das solltet ihr eigentlich immer versuchen. Ihr solltet nicht so der Random-Spieler sein, sondern ihr solltet wirklich gucken, dass ihr in irgendeiner Form für euer Team etwas zustande bringt. Was ich allerdings nicht weiß, ist, hier stand nie ein Versorgungspunkt. Nie. Ist das... Moment, das werden wir gleich sehen, ob das die überarbeitete Karte ist. Nee, ist es nicht. Okay. Dann wäre hier so ein großer Platz gewesen und so, aber ist es nicht. Heie, heie, Schlag! Immer schön auf den Knöpfen 1 und 2 habt ihr die Fähigkeiten eurer Einheiten. Immer schön versuchen, also am besten erstmal durchlesen und dann versuchen, sinnvoll einzusetzen. Hab ich einen Tribok? Ja, ich habe einen Tribok. Heida! So, unser G findet ihr den Tribok und da fliegen halt dann jetzt hier solche großen Steinkugeln. Versucht am besten auch nicht in irgendeiner Form Teammates damit zu treffen. Also nicht nur versuchen, bitte keine Teammates damit treffen. Ihr seht, es gab jetzt hier, ich sag mal, extrem viel EXP. Ist halt am Anfang so ein bisschen, dass ihr ein bisschen Vorteile habt und ähnliches. Ansonsten würde hier oben steht eure Statistik dann, also hier, welche Einheiten ihr getötet habt. Hier steht die Heldenkills, die Assists, die zerstörten Objekte wie Tore, Triebwerke und ähnliches. Teilnahmepunkte ist, wie sehr ihr daran beteiligt wart, Punkte mit einzunehmen. Supportpunkte sind für Heilung oder Buffs gedacht. Okay, ihr habt es gesehen, Heilung oder Buffs. Tode, ganz erklärt, also ganz, das erklärt sich mal allein, ne? Die zugefügte Schaden und erlittener Schaden, da zählt natürlich auch Einheiten mit rein. Und dann habt ihr hier feindliche Soldaten getötet und die Punkte für getötete Soldaten. Umso stärker die Soldaten sind, die ihr besiegt, also graue geben am wenigsten Punkte und goldene würden am meisten geben. Hallo Katze. Dann bekommt ihr halt dann sozusagen eure meisten Punkte dafür, dass ihr halt am besten viele goldene Einheiten zum Beispiel vernichtet. So. Meine kleine Miezemaus hat sich wieder hergelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie macht. Ich sag mal so, ihr müsstet im Hintergrund hier so ein bisschen einen Rand haben. Super leid, der Greenscreen ist. Sagen wir mal, der ist jetzt ein bisschen schlecht drauf, weil er halt, naja, von hinten da habe ich Licht an, das sieht man da, das scheint halt ein bisschen durch. Ist aber halt auch spät abends, das heißt, es würde für mich jetzt hier keinen Sinn machen, das anders zu machen. So, wir haben jetzt Dinge freigeschalten und zwar geht's erstmal los mit F5.
Season Pass können wir annehmen, weil wir haben Rang 1 im Season Pass erreicht. Kampfprobe ist jetzt die derzeitige Season aktiviert. Ja, voilà, das wollte ich nicht. Ihr könnt euch dann halt separat die Videos zu den Einheiten und so angucken. Und ich persönlich, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, würde nicht mit der derzeitigen Season anfangen, sondern dann mit anderen Seasons anfangen. Das muss ich ja mal gucken. Welche Season ist denn gut? Die Season hier ist zum Beispiel sehr gut zum Anfang. Diese Season hier ist auch super stark zum Anfang. Die Season so, nee. Also, wenn ihr euch entscheiden müsstet, fangt mit der Season 3 an. Season 4. Oder Season 5 geht auch. Season 7. Und dann kommt es darauf an, ob ihr eine spezielle Waffe haben wollt. Weil, wie gesagt, wenn ihr den Hammer spielen wollt, müsst ihr mit Season 3 anfangen. Den gibt es darin dann freizuschalten. Seht ihr dann hier, Streithammer und dann beide ultimative Fähigkeiten. In der Season 8 bekommt ihr die Pike. Ihr habt dann hier halt die Waffe, die ihr halt dann benutzen könnt. Und ich glaube in der Season, jetzt müsste ich gucken. Ich glaube Scorpio war es. Genau, Scorpio habt ihr dann den Kettenpfeil und Krummsäbel. Ist auch eine gute Season, um anzufangen. Kann ich definitiv auch empfehlen. Ist eine von den Seasons, wo ich wirklich sage, ist eine Zuckereinheit. Ich persönlich fange auch in dieser Season an. Weil ich will den Kettendolch und Krummsäbel haben. Fangen wir hier an. Ihr seht ja, ihr bekommt die Waffe dann freigeschalten oder halt Spezialität freigeschalten, wenn ihr diese 10 Sachen hier das erste Mal durchmacht. Lehnsaufgaben in Expeditionen, Truppen killen. Einfach durchlesen, ist auch selbsterklärend. Und ihr schaltet Runen frei. Oh. Ah, ihr müsst Level 50 erreicht haben, um überhaupt dann... Okay, finde ich fair. Und Saisonladen und sowas kennt ihr dann theoretisch. Könnt ihr gucken, was es damit auf sich hat. Und ich persönlich würde jetzt einfach mal mit euch das hier in Empfang nehmen. Das sind halt 50.000 Kupfer. Wir haben 100.000 und wir gehen jetzt unsere Quest abgeben. So. Es steht hier, wir sollen auf J den Pfad des Krieges noch machen. Das machen wir gleich. Erstmal schließen wir das hier ab und bekommen eine Stahlklefe freigeschalten. Bin mir sicher, ich hätte das auswählen können, aber ich habe halt am Anfang das mit der Waffe verballert. Ist aber nicht so schlimm. So, Kraftprobe will er natürlich uns wieder zeigen. Hier, ey, nimm mal die hier, aber ihr könnt halt wirklich für euch gesehen mit einer Season anfangen, die ihr wollt. Das Problem an der derzeitigen Season ist, die blauen Reiter sind eher was für, ich würde mal sagen, geübtere Spieler. Die Wurfspeereinheit habe ich selbst noch nicht freigeschalten. Die ist nämlich erst heute freigeschalten worden. Und die 5-Sterne-Einheit, die hier ist, die kommen erst dann in ein paar Tagen. Also die kommt halt erst dann in, ja, 14 Tagen. 16 in dem Moment. Gut. Natürlich haben wir jetzt in unserem Match Einheiten aufgelevelt. Und ihr seht schon, ihr habt hier Level 3 erreicht. Das heißt, ihr könnt 2 Punkte haben zum Verteilen. Ihr könnt die Punkte einfach anklicken und dann separat 1:1 verteilen. Ihr könnt allerdings auch Steuerung gedrückt halten. Und einfach dann, wenn ihr wisst, ihr könnt 2 Punkte verteilen, klickt ihr hier drauf, dann sagt er, kostet euch 2 Veteranenpunkte zum Fortfahren. Und so könnt ihr direkt durchleveln, müsst nicht jeden Punkt einzeln leveln. Denn um diesen Pfad hier durchzuleveln, müsstet ihr theoretisch 17 Punkte verteilen. Und das müsst ihr halt so zum Glück nicht. Ihr könnt dann einfach sagen, okay, wir drücken das jetzt schnell durch und dann hat sich das.
Ihr könnt auch dann jetzt zum Beispiel entscheiden, bei den Sarges mit Keule, die haben nur einen Pfad. Die hier haben wir zum Beispiel zwei Pfade. Da könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr unten rumgehen? Da gibt es halt dann mehr Soldaten, das sind 2x2, das sind halt 4 Soldaten, ein bisschen mehr Schutz und ein bisschen mehr Leben und nochmal 4 Soldaten zusätzlich. Das heißt, im unteren Baum habt ihr 8 Soldaten mehr. Damit würdet ihr ungefähr, also kommt ihr hier auf 8, auf 36 Soldaten. Könnt ihr theoretischerweise machen, müsst ihr allerdings nicht. Ich persönlich gehe den oberen Weg, weil der Angriffsschaden wird erhöht. Die Einheit nehme ich halt, oder würde ich nehmen, um reinzurennen in die Gegner und sie aufzubrechen. So, genau, jetzt. Genau. Jetzt drücken wir das nochmal, sprechen nochmal mit ihm. General Essential, wie auch immer er heißt, möchte mit uns reden. Schauen wir halt. Moment, auf Tab ist die Karte. Nimmt an einer Belagerungsschlacht teil. Ah, und es ist Sergeant mit Keule. Okay, dann will er uns einfach nochmal machen lassen. Setzt am besten die Sergeant mit Keule ein. Machen wir. Im nächsten Video. Für euch bloß wichtig, dass ihr das seht. Einfach dann eure Waffe anlegen und euer Inventar ein bisschen versuchen aufzuräumen. Ich erkläre euch mal ungefähr, was das Inventar jetzt beinhaltet. Das ist das Inventar hier, was ihr immer bei euch tragt. Also alles, was hier drin ist, habt ihr auch auf der offenen Welt oder sonst irgendwo immer dabei. Das heißt, wenn hier andere Waffen sind, könnt ihr theoretischerweise auch im Spiel die Waffe wechseln, wenn es derselben Rüstungsklasse entspricht. Der Wagen ist etwas, was ihr in der offenen Welt braucht. Das ist sozusagen euer Karren, mit dem ihr Wertgegenstände auf der Welt hin und her tragen könnt. Doktrin zeige ich euch, wenn es soweit ist. Das sind sozusagen die, ich nenne es für mich selbst, sind es immer die Runen. Doktrin sind halt so eine Art Verstärkung, Runen für die Einheiten. Davon kann jede Einheit bis zu 5 Stück haben. Seltenheit ist davon natürlich dann, ist einfach egal dabei, weil man kann einfach auf die meisten Einheiten alles drauf machen, wenn es dementsprechend zum Typen passt. Das obere Ressourcen ist, wenn ihr auf der offenen Welt irgendwo Ressourcen abgebaut habt und euer Wagen voll ist, dann wird das hier in diesem Zwischenlager gespeichert und zeigt euch auch an, wo das dementsprechend ist. Auf der Karte zu finden, ihr könnt auch mit Gehe zu diesen Sachen wieder hingehen. Lehensaufgaben könnt ihr in der offenen Welt, wenn ihr das wollt, euch hinstellen und kriegt ihr Lehensaufgaben für das, was ihr auf dem Wagen habt, angezeigt. Ansonsten Vorräte ist euer persönliches Lager und das Versorgungslager, da sind dann halt Materialien wie Wolle, Leder, Steine und sowas drin. Gut. Das sollte für den Anfang erstmal genügen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Und immer schön gesund bleiben. Tschüssi.